Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt Nr. 25, Anpassung der Anzahl der Mitglieder beschließender Ausschüsse. Einreicher ist hier die FDP-Fraktion und die Freie Wähler, Freie Bürger. Wer stellt es uns vor? Und danach gibt es einen Ersetzungsantrag interfraktionell. Und dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnen die Dissidenten dann. Also, das war die Reihenfolge. Herr Zastrow macht die Einbringung. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, eilig ist ja in dieser Stadt immer etwas relativ. Deswegen kommen wir auch erst heute dazu, über den Eilantrag der Fraktionen FDP und Freie Wähler, Freie Bürger zu sprechen, den wir Ende September bereits eingestellt haben. Eigentlich gibt es überhaupt nicht so sehr viel dazu zu sagen, weil wir ja nur das einfordern, was wir laut unserer eigenen Hauptsatzung machen müssen. Die regelt ja sehr genau und sehr exakt, was zu tun ist, wenn sich das Kräfteverhältnis im Stadtrat ändert. Und das hat sich in den letzten Monaten doch erheblich geändert. Einstmals sehr große Fraktionen sind jetzt nur noch groß. Einstmals sehr kleine Fraktionen sind jetzt sogar größer als wir. Ich sehe das mit dem gewissen Bedauern. Aber wir müssen da reagieren, weil wir nun mal uns diese Hauptsatzung gegeben haben. Und deswegen ist das, was wir vorschlagen, nämlich die Ausschussgröße an eben diese Hauptsatzung und die Regelung in der Hauptsatzung unter § 10 Absatz 2d anzupassen, das, was wir heute beschließen sollten. Das heißt, Ausschussgröße Reduzierung auf 12. Das entspricht genau unseren Regeln. Das hat noch zwei schöne Nebeneffekte. Das erste ist, wir sparen doch ganz schön viel Geld. Je nach Ausschussgröße und Dauer kann das so durchaus mal so um die 100.000 Euro im Jahr sein. Da wir viele Sondersitzungen machen, wird es wahrscheinlich sogar viel, viel mehr sein. Das ist die eine Sache, die vorteilhaft. Das andere ist, sehr wahrscheinlich werden die Ausschüsse effizienter sein. Denn ich kann nichts daran finden, dass die Arbeit in den Ausschüssen, die Facharbeit besser wird, wenn dort immer mehr Stadträte sitzen, meine Damen und Herren. Das ist auch in dieser Legislatur, weil die Ausschüsse da so groß geworden sind, nicht positiv gewesen. Ich finde es besser. Und wir als kleinere Fraktion, wir können ja immer nur einen delegieren. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist anstrengend, aber es passt auch so immer eigentlich ganz gut. Ich glaube, es tut dem Stadtrat gut und den Diskussionen im Stadtrat, wenn die Ausschüsse etwas gestrafft werden, wenn auch die Redezeiten etwas gestrafft werden und wir aufgrund der Tatsache, dass ein paar weniger drin sitzen, wir vielleicht schneller zu Ergebnissen kommen. Dafür werbe ich. Es gibt einen sehr überraschenden Ersetzungsantrag, der ja, wenn ich das so richtig verstehe, eigentlich das Gegenteil will. Und in der praktischen Folge, wir haben das vorhin mal kurz überflogen, was da uns geboten worden ist, ja in der Regel dazu führen wird, dass wir demnächst sogar Ausschüsse in der Größenordnung von 18 haben werden. Meine Damen und Herren, das ist dann die Umkehr dieses Prinzips, also die zwei Punkte, die wir als Vorteil gesehen hätten, werden in dem Fall negiert, denn es wird teurer, genau um diese Summe, die ich vorhin eigentlich vorhatte, einzusparen. Und die Arbeit in den Ausschüssen wird mit Sicherheit nicht effektiver. Ich glaube, mir mit einer langen Erfahrung in diesem Gremium das Urteil bilden zu können, dass es noch lähmender wird. Meine Damen und Herren, bitte machen Sie das nicht. Wenn Sie das machen, die drei Fraktionen, die das hier eingereicht haben, dann zeigen Sie eigentlich nur ein Stück Unfähigkeit, einfach mal sich selbst zu beschränken. Wissen Sie was, woran mich das erinnert? Den kleinen Schlenkrich will ich trotzdem machen an die Diskussion über die Beigeordneten. Wir hätten ja die Beigeordneten längst gewählt, wenn das, was von den gleichen Fraktionen vorgeschlagen worden ist, eine Mehrheit gefunden hätte, wenn wir als FDP zugestimmt hätten, nämlich das Problem zu lösen, indem wir einen achten Bürgermeister schaffen, meine Damen und Herren. Das ist der falsche Weg. Das passt nicht in unsere Zeit. Ich glaube, wir gehen überall in dieser Gesellschaft in die falsche Richtung, wenn es immer nur heißt, wir beschränken uns nie, sondern alles, was wir haben, muss so bleiben. Und wenn was geändert werden muss, dann muss was obendrauf gesattelt werden.
Meine Damen und Herren, das kann nicht der richtige Weg sein. Wir müssen mal wieder ein Stück weit uns auch selbst beschränken können. Das mit der Ausschussgröße ist aus meiner Sicht ein erster kleiner Schritt, den man gehen kann. Einfach mal zu sagen, nee, wir satteln nie wieder drauf, sondern wir gehen diesen kleinen Schritt, wir gehen mal wieder ein Stück zurück, wir beschränken uns mal ein ganz kleines bisschen. Und ich lade Sie herzlich ein, das zu machen und lehne natürlich den Ersetzungsantrag ab. Ich glaube, der passt nicht in die Zeit, tut mir leid, das gefällt mir gar nicht. Dankeschön. So, wer bringt den interfraktionellen Ersetzungsantrag ein? Niemand. Dann gehen wir in die Fraktionsrunde hinein. Es beginnen die Dissidenten, Herr Schmählich, Herr Lichti, dann bitte Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie können jetzt einem seltenen Ereignis beiwohnen, nämlich die Allianz der Dissidenten mit Holger Zastrow. Ich stimme ihm natürlich vollkommen zu mit dem, was er sagt. Ich versuche es vielleicht für diejenigen, die zuhören, ganz einfach zu sagen. Früher, das war, glaube ich, bis 2014 der Fall, hatten wir 11 oder 12 Ausschüsse, ich glaube ungefähr seit 1990, seit Beginn. Dann wurde es dann 2014 aus Gründen, die durchaus, denke ich, nachvollziehbar waren, erhöht. Und dann wurde es nochmal erhöht zu Beginn dieser Wahlperiode. Zugleich, ich glaube, das haben wir auch damals eingeführt, in der Hauptsatzung eine Regelung, dass wenn sich die Fraktionsstärken verändern, sodass die Ausschussgrößen wieder herabgesetzt werden können und gleichzeitig weiterhin das Kräfteverhältnis hier im Stadtrat widerspiegeln, weil das ist, sage ich mal, der Sinngehalt von Ausschüssen, dass sie die Arbeit im Stadtrat eigentlich vorbereiten und deswegen auch die Sitzverhältnisse im Stadtrat widerspiegeln. Sobald das möglich ist, durch die Veränderung innerhalb der Fraktionsstärke, dann muss das ausgeführt werden. Die FDP hat es zuerst gemerkt, der Oberbürgermeister hat es auch des Öfteren im Ältestenrat bestätigt. Das ist jetzt, glaube ich, schon seit 4 oder 5 Monaten der Fall. Und ich glaube, Oberbürgermeister hat es auch schon angesprochen. Aber hier die haushaltstragenden Fraktionen, diesmal minus FDP, haben das immer wieder vertagt. So, und dann sind sie jetzt, sage ich mal, auf einen ganz, ganz miesen Taschenspielertrick gekommen, indem sie nämlich gesagt haben, naja, wir ändern jetzt die Hauptsatzung und tun dann die Anzahl der Ausschusssitze wieder erhöhen. Ich kann das natürlich aus der Sicht der großen Fraktionen unmittelbar nachvollziehen. Ich war ja selber mal Teil einer großen Fraktion. Entspricht aber leider nicht der geltenden Hauptsatzung, entspricht eigentlich auch nicht dem, was man damals sich vorgenommen hatte, als man die Sitze erhöhen musste, um den Stadtrat wiederzuspiegeln. Sondern jetzt geht es einfach nur noch darum, sage ich mal, die wechselseitig abgesteckten Pfründe in diesem, wie wir bei der Beigartengerangel ja sehen, sehr, sehr, sehr prekären Verhältnis zwischen den noch großen Fraktionen auszutarieren. Darum geht es jetzt. Also aus meiner Sicht ist es ein Zeichen der politischen Schwäche dieser, wie soll ich sie eigentlich nennen? Wir haben sie jetzt mal versuchsweise Gruselkoalition genannt. Ich will das Wort mal jetzt weiter nochmal verwenden. Ich habe keinen Zweifel, ich sehe ja die betropften Gesichter hier vor mir, ich habe ja keinen Zweifel, dass das jetzt still, heimlich und leise jetzt hier über die Bühne gebracht wird, in der Hoffnung, dass möglichst wenig Leute das bemerken. Deswegen habe ich so eingeleitet, lieber Holger, es gibt jetzt das Bündnis zwischen Lichti und Zastrow, das merken dann die Leute draußen, das ist was Außergewöhnliches, da muss vielleicht dann was dran sein. Also wir stimmen mit euch und leider wird es wahrscheinlich nicht reichen. Danke. Nächste Wortmeldung, AfD-Fraktion, Herr Laczynski. Verzichtet. Grüne, Frau Mühle. Habt so nicht verstanden, aber es klang so wie jetzt nicht. Fraktion Die Linke, wird nicht das Wort gewünscht. Doch, dann Herr Mattis, bitteschön. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, nee, das ist ein Hest, wir würden uns drücken. Also ich kenne ja viele Leute, die sagen, also wenn Zastrow und Lichti dafür sind, dann kann man vernünftigerweise eigentlich nur dagegen sein. Also insofern sehe ich das relativ gelassen. Nur, ich würde es auch gerne mal ordnen. Wirklich, Herr Zastrow, Sie beeindrucken mich immer wieder, wie Sie es schaffen, ohne von der Sache viel Ahnung zu haben,
und ohne nachgelesen zu haben, hier immer wüsteste und wilde Behauptungen aufzustellen. Also mal ganz, ganz sachlich, wenn Sie Geld sparen wollen, wenn es Ihnen wirklich darum geht, Geld zu sparen und die Ausschüsse zu verkleinern, dann nehmen wir die Regelung aus der sächsischen Gemeindeordnung. Wir machen Ausschuss mit 4 Mitgliedern, ist zulässig. Die 4 großen Fraktionen haben einen Vertreter. Sie haben nicht mehr so viele Sitzungen. Wir sparen ungeheuer viel Geld. Das können Sie haben, wenn Sie das haben wollen. Das wollten wir aber nie. Und deshalb haben wir am Anfang der vergangenen Wahlperiode hier gemeinsam beschlossen, wir wollen Ausschüsse so bilden, dass mindestens auch die kleinste Fraktion vertreten ist. Das war übrigens damals der FDP. Und damals hat uns die sächsische Gemeindeordnung vorgegeben, Sie müssen das mit dem Faktor der Hand machen. Das heißt, aus dem Faktor, nur aus dem Umstand, dass auch der FDP vertreten sein sollte, folgte dann, dass wir mit der Hand eine Ausschussgröße von 15 damals brauchten, damit die FDP vertreten ist. Nur deshalb. Deshalb sind die Ausschüsse so groß geworden. So, und jetzt haben wir eine Änderung, eine Änderung der Gemeindeordnung am Anfang dieses Jahres gehabt. So, und richtig ist, da können Sie nichts dafür, dass dieser Stadtrat, hier noch seit dem Jahr nicht dazu gekommen ist, die Hauptsatzung an der Stelle anzupassen, weil es immer wieder vertagt worden ist, aus ganz anderen Gründen, die mit den Ausschüssen nichts zu tun haben. Das ist tatsächlich nicht Ihre Schuld, das ist ein anderer verantwortlich, ist richtig. Nichtsdestotrotz muss die Änderung jetzt in der Hauptsatzung erfolgen, denn jetzt haben wir eine Regelung, dass nicht mehr das Verfahren nach der Hand, sondern nach St. Lagü gilt. Das heißt, es gibt einen anderen Faktor. Bisher war es so, wenn die kleinste Fraktion 4 hat, dann ging es weiter bei 8 Mitgliedern 2 Ausschusssitze, bei 12 3 und so weiter. So. Wenn wir das jetzt nach St. Lagü machen würden, mit der Staffel 1, 3 und 5, so, dann brauchen Sie sich bloß mal vorstellen, wir hätten wieder eine kleinste Fraktion, die 5 Mitglieder hat. Also im Moment sind es 4, die Dissidenten, aber es kann ja noch jemand dazukommen. Stellen Sie sich mal vor, ist ja naheliegend, ne? Ja, richtig. Kommt jemand dazu? So, dann gibt es im zweiten Ausschusssitz, erstmal bei 15 Mitgliedern. Das heißt, es hätte überhaupt keine Fraktion mehr als einen Sitz im Ausschuss. Es würde sich überhaupt nicht mehr das Größenverhältnis widerspiegeln. Es ist völlig unsinnig. Deshalb ist sozusagen die Regelung, dass es in jedem Fall die kleinste denkbare Variante sein muss, die wir bisher in unserer Hauptsatzung stehen haben, ist im Grunde genommen durch die Gesetzesänderung hinfällig. Und die muss angepasst werden. Und gleichzeitig mit angepasst muss werden die Regelung zu den Stellvertretern, übrigens eine Regelung, die gerade den kleinen Fraktionen zugutekommt. So. Das sollten Sie an der Stelle auch mal sehen. Wir können jetzt nicht ad hoc hier eine Hauptsatzungsänderung vornehmen, wenn gar keine Hauptsatzungsänderung auf der Tagesordnung steht. Deshalb der Auftrag an den Oberbürgermeister, uns das bis zur ersten Sitzung im nächsten Jahr vorzulegen. Und die Zeit sollten wir dann auch nutzen, unter den Fraktionen uns vernünftig zu verständigen, welche Ausschussgrößen wir wollen. Gegebenenfalls, Grüne haben vorgeschlagen, man könnte es auch differenzieren. Ist alles zu besprechen, aber ich glaube, das kann man vernünftig klären, ohne den albernen Populismus. Danke. Wird CDU das Wort gewünscht? Nein. Freie Wähler, freie Bürger, Frau Dagen. So, dann würde ich das Bündnis vielleicht noch erweitern. Lichti, Zastro, Dagen, ist das so in Ihrem, ist das in Ihrem Sinne? Nee. Sehr schön, danke. Also überrascht wurden wir heute Vormittag kurz nach 11 mit dem Ersetzungsantrag von Grünen, Linken, CDU, der großen Fraktion, außer der AfD dieses Stadtrats, in dem es um die mögliche Vergrößerung und eben nicht um die eigentlich zu diskutierende Verkleinerung der Ausschüsse geht. Ich stehe nun hier, obwohl ich wundere mich, es gibt so wenig Redebeiträge, ich dachte, hier brennt die Luft. Ich stehe also nun hier zum einen, um eigentlich etwas zur Entstehungsgeschichte sagen zu wollen, das hat Herr Lichti mir freundlicherweise abgenommen, und zum anderen, um meiner Empörung gegenüber der Öffentlichkeit darüber Ausdruck zu verleihen. Denn in die Öffentlichkeit gehört der wohl mittlerweile gängige Habitus, dass Fraktionen augenscheinlich am Rande, auch am Rande der gestrigen Stadtratssitzung mit dem Rückenwind eines gerade durchgedrückten Mega-Doppelhaushalts vereinbaren, den Antrag zur Verkleinerung der Ausschussgrößen zu konterkarieren. Die Entstehungsgeschichte, wie gesagt, haben wir von Herrn Lichti gehört. 2014 waren es 11,
2014 dann nach der Änderung der Hauptsatzung, übrigens damals auf Antrag von Rot-Rot-Grün schon 12. Dann ging es dann schon weiter, im September 2019 waren es 16 und wir haben uns damals, vielleicht erinnern Sie sich, mit unserem ersten Antrag dafür eingesetzt, dass die 12er-Besetzung wieder gelten würde. Wir haben damals keine Mehrheit bekommen, vielmehr beschloss der Stadtrat, die Ausschussgröße auf 16 zu vergrößern. So, nun haben sich also 2022 zwar nicht die Mehrheitsverhältnisse verändert, allerdings aber die Fraktionsstärken, sodass diese Veränderung der Ausschussgröße wieder möglich ist. Und aufgrund der derzeitigen Situation, auch das wurde heute hier schon gesagt, erscheint es laut unserem gemeinsamen Antrag mit der FDP nur sinnvoll und nicht nur das, geradezu vorbildhaft, nun nicht nur den Bürger zum Engerschnallen des Gürtels aufzufordern, sondern genau dies auch im Stadtrat als Ehrenamtler vorzuleben. Und eine Verkleinerung der Ausschüsse, das wissen Sie alle, würden im Übrigen weniger die Mehrheitsverhältnisse im Ausschuss verändern. Allerdings würden die großen Fraktionen, Grüne, Linke, naja, und die CDU, einen Sitz verlieren, jene große, die gestern gerade diesen zu diskutierenden Antrag durchgekungelt haben. Denn es sind doch vor allen Dingen diese Kungelrunden, in denen Mehrheiten besorgt werden, wo Alimentierung vereinbart und fremdes Geld mit großen Händen ausgegeben wird. Ich sage es nochmal, Geld entsteht eben nicht dort, wo es bewilligt wird. Im Übrigen ist es nämlich jenes Geld, was von den Leuten, die da draußen fleißig arbeiten und durch immer höhere Steuern im Stadtzirkel zurückfließen lassen. Und als erfolgreiche Unternehmerin weiß ich, wovon ich spreche. Und abgesehen davon spreche ich täglich auch auf Nachfrage mit Bürgern zu den Entscheidungen dieses Stadtrats. Und mittlerweile weiß ich sehr genau, woher die immer wieder angesprochene Politikverdrossenheit kommt. Für die Leute da draußen, von denen wir immer so gerne sprechen, ist es nämlich vor allem der Eindruck von vollkommen abgehobenen Vorgängen, die zwar hitzig debattiert und dennoch selten genug zum Vorteil des Bürgers in der Breite gereichen. Bedenken Sie, dass es eine große Anzahl von Bürgern gibt, die sehr genau die Vorgänge während der Stadtratssitzung beobachten und die auch durchschauen, wenn inhaltlich sinnlose Zugeständnisse gemacht werden, die wiederum dann mit den notwendigen Stimmen beim nächsten Wackelantrag bezahlt werden. Gestern, wir erinnern uns, war wieder eine solche Lehrstunde. Ja, natürlich, und ich verstehe das, ich mag mir die Diskussion in den jeweiligen Fraktionen gar nicht vorstellen, wer den Ausschuss denn nun verlässt, wer also auch kein Sitzungsgeld und keine monatliche Vergütung mehr erhält. Und sehr wahrscheinlich wird es genau nur darum gehen, es sind noch nicht einmal die Posten, die eine Rolle spielen, es ist der schnöde Mammon und dieses vor sich hergetragene Hochgefühl des Gewinners, den die haushaltstragenden Fraktionen mit mehreren gleichlautend, stolz geschwellten, endlos scheinenden Redebeiträgen gestern schon zur Vorführung gebracht haben. All dies gehört in die Öffentlichkeit. Auch die permanenten Vertagungen unseres Antrags zur Ausschussverkleinerung und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, der heute kurzfristig eingebrachte Ersetzungseintrag, von wem war der eigentlich eingebracht worden, der sehr bewusst die Möglichkeit offen lässt, der Begriff Salamitaktik ist ja heute schon gefallen, die Ausschussgröße nun auf 18 Mitglieder erhöhen zu können. Weihnachtszeit, selige Zeit, dies vor allem augenscheinlich für einen Teil von Stadträten, die durch solche Machenschaften und Absprachen Klientelpolitik betreiben und sich die eigenen Taschen füllen. Wir jedenfalls werden nimmer müde, solche Dinge anzusprechen und diese mittlerweile üblich gewordenen Vorgänge in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir sind uns sicher, dass dies auch für die Wähler von CDU, von Grün und den Linken, die sich ja immer so sozial geben, von Interesse ist. Bitte erinnern Sie sich daran, dass Sie als Kommunalpolitiker für die Interessen der Bürger gewählt worden sind. Ich sage mal, weniger Brüssel, mehr Sachsen. Frohes Fest. Wird SPD das Wort gewünscht? Frau Frohwieser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, die Frage, wird SPD das Wort gewünscht, ist die falsche. Bei den Aussagen der Kollegin gerade muss man aber jetzt doch noch mal erwidern. Ich möchte aber vorweg nehmen, da tatsächlich der Ersetzungsantrag ja heute erst gekommen ist, hatte meine Fraktion noch keine Gelegenheit, sich dazu zu verständigen. Wir würden um eine kurze Auszeit im Anschluss an die Debatte bitten. Aber also Frau Dagen, bei Ihnen ist nie Weihnachtszeit, sondern Märchenstunde. Herr Mattes hat es Ihnen sogar versucht zu erklären, wenn Sie wenigstens zugehört hätten. Das ist nicht irgendeine ganz böse, den Menschen das Geld aus der Tasche ziehen wollende Regelung von Rot-Rot-Grün gewesen. Es war zum damaligen Zeitpunkt aufgrund dieser Breite des Rates hier, 8 Fraktionen, und einer Regelung in der Gemeindeordnung,
nicht anders möglich, als entweder 15 oder 16 Ausschussmitglieder zu nehmen oder einzelne Fraktionen im Ausschuss nicht zu berücksichtigen. Genau das hat Herr Mattes Ihnen gerade gesagt. Dass die Fraktionsgrößen sich verändert haben, spielt mit der Diskussion, die wir jetzt hier gerade führen, hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist eine Änderung der sächsischen Gemeindeordnung, Frau Dagen, dass wir nämlich nicht mehr gezwungen sind, nach Dehont unsere Sitze zu verteilen, sondern die Möglichkeit haben, es nach einem anderen Verteilungsmechanismus zu machen. Erst mit dieser Änderung der sächsischen Gemeindeordnung ist diese Debatte, die wir heute hier führen müssen, möglich geworden. Was Sie erzählen, ist wirklich pureste Hetze. Und dass Sie das selbst noch eine Woche vor Weihnachten schaffen, ist unerträglich. Vielen Dank. So, es gibt weitere Wortmeldungen. Zunächst Herr Maloney, dann Herr Wirz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Ihre Argumente kann ich nachvollziehen. Sie haben Ihre Ausschussmitglieder jetzt entsendet, die sitzen dort, die fühlen sich dort wohl, ist auch ganz gut. So ist ja natürlich nicht jeder so, dass sich jeder in dem Ausschuss auch entsprechend äußert oder beteiligt. Und mich verwirrt da ein bisschen, wir hatten eine andere Runde, lieber Peter, vor kurzem erst, lieber Herr Schollbach, wo es ja immer hieß, wie belastend denn dieses Ehrenamt ist. Und wie schlimm das denn ist und wie viele Termine man hat und so weiter und so fort. Und wir würden Ihnen ja allen helfen. Ja, wir würden Ihnen ja ein paar Termine ersparen. Eine zweite Sache, die mich sehr verwundert ist. Wir haben beim Thema Hauptsatzung, ich kann die Vertagung gar nicht mehr mitzählen, die wir im AV-Ausschuss hatten, immer mit der Begründung, das muss man alles noch länger diskutieren, intensiver besprechen, ist ja alles gut und richtig. Und unser Eilantrag, der wurde mehrfach vertagt. Ich glaube, Herr Dr. Brauns war das, der den immer sehr viel vertagt hat, mit dem Wort, man müsste da nochmal drüber reden, man muss da nochmal drüber nachdenken. Das haben Sie getan, das ist alles gut und richtig, das haben Sie in Ihrer internen Runde getan. Schöner wäre es gewesen, wenn wir die Diskussion im Ausschuss hätten führen können, aber der Diskussion, Herr Dr. Brauns, haben Sie sich verwehrt. Übrigens genauso wie heute der Debatte, was ich schade finde, weil ich hätte gerne nochmal von Ihnen gehört, was denn Sie jetzt dazu bewegt hat, das hier so als Änderungsantrag einzubringen. Und Herr Dr. Brauns, das Witzige bei Ihnen ist, Sie sind ein ganz ehrlicher Mensch, das schätze ich wirklich an Ihnen, weil Sie sind ein ehrlicher, gerade heraushandelnder Mensch. Deswegen schätze ich Sie wirklich, das ist völlig unironisch und deswegen merkt man es Ihnen leider auch an, wenn Sie von dem, was Sie sagen, vertreten müssen, nicht überzeugt sind, so wie jetzt gerade. Und aus diesem Grunde finde ich es einfach, ja, Herr Licht hat recht, ne? man merkt es ihm einfach an und eine größere Dresdner Tageszeitung hat mal getitelt, wenn sich der Schmählich und der Maloney einig sind oder heute Lichti und Zastrow, dann muss es um was Grundsätzliches gehen und das geht's. Und lieber Dr. Brauns, dann sagen Sie doch einfach mal, wie Sie grundsätzlich zu der Sache stehen. Würde mich sicherlich interessieren, interessiert sicherlich auch die Dresdner. Danke. Als nächster Wortbeitrag Herr Wirz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist nicht verwunderlich, diese Einigkeit, die hier zwischen vollkommen unterschiedlichen Richtungen herrscht, weil es ist ja nicht im Prinzip links oder rechts oder was weiß ich, irgendeine politische Ideologie, sondern es sind ja die Kleinen gegen die Großen. Das ist ja das Vereinigende, die Kleinen gegen die Großen. Und man stellt sich hier also ganz selbstlos dar und verlangt, von den Großen etwas abzugeben und gibt selber gar nichts ab. Und das ist für Sie sehr gefährlich, dass Sie das so machen, weil die Großen könnten sich auch immer einig werden, können sagen, wir wollen Geld sparen, Demokratie ist uns nicht so viel wert. Dann schauen wir uns doch mal in die Fraktionsgeschäftsstellung, in die Rechtsstellungssatzung rein und schauen mal rein, da kriegen alle Fraktionen, unabhängig wie groß sie sind, kriegen einen Sockelbetrag. Und wir könnten doch mal damit anfangen zu gucken, wir streichen mal diesen Sockelbetrag zusammen und statten die Fraktion räumlich und finanziell streng nach Wahlproporz aus. Das ist das, was die Wählerin und der Wähler will. Und da würden Sie ziemlich alt aussehen. Das mal zum Ersten. Und jetzt können wir über Geld reden, aber darum geht mir es gar nicht. Es gibt auf der rechten Seite im Prinzip seit Ehlert von Oldenburg-Janeschau, also der Reichstag als Quatschbude, immer diesen antiparlamentarischen Touch, dass im Prinzip in
einer parlamentarischen Demokratie Zeit verquatscht wird und eigentlich könnte man parieren und abstimmen und es gibt überhaupt nur Einstimmigkeit und alle anderen, die einer anderen Auffassung sind, die sind eh Verräter oder sind im Prinzip gehören nicht dazu und es ist alles, die Regierung soll einfach durchregieren, ja, der starke Mann oder die starke Frau. Und ich habe mir aber den Spaß gemacht, deswegen stehe ich eigentlich hier vorne und der Herr Zastro ist ja der Anlass, er muss immer im Prinzip die 6 Stunden im Bauausschuss durchhalten und da, das stört ihn, die Zeit ist nicht öffentlich, man kann keine großen Volksreden halten. Und ich habe mir am 27.04.22 mal den Spaß gemacht, das mal zu prüfen, wer wie viel redet. Und das Ergebnis war sehr erstaunt, oder sehr überraschend. Ich kann erst mal sagen, Herr Zastro, FDP, hat nur 2 Minuten gesprochen. Also in dem Moment, wo es irgendwo im Auto ging, da hat er dann mal was gesagt. In Sachdiskussionen ist er anders als im Stadtrat und der Öffentlichkeit, große Volksreden, da ist er immer sehr ausschweifend, sehr laut. Bei Sachdiskussionen ist er sehr leise, kommt nicht sehr viel. Als nächstes im Prinzip waren die Freien Bürger mit immerhin schon 12 Minuten, ist nur einer, das ist schon ein ganz schöner Sprung nach oben. SPD, ein Mitglied, auch 15 Minuten dann schon, 15. Die Linken mit 3 Mitgliedern hatten auch nur 15 Minuten Redezeit, die AfD 18 Minuten, die CDU 24, die Dissidenten immerhin auch mit einem 18 Minuten und die Grünen 25 Minuten. Wenn man sieht, dass die Dissidenten ja der linke Flügel der Grünen sind, dann kann man schon sagen, also Grüne und Dissidenten haben einen sehr hohen Beitrag. Herr Böhm, Sie sind der stärkste Einzelredner gewesen. Auch die Einzelnen habe ich auch, aber die habe ich jetzt nicht mit hier vorne. So, da kommt man auf eine Redezeit der Stadträtinnen und Stadträte von ungefähr 2,5 Stunden. Und dann fragt man sich, wo kommen denn die 6 Stunden Bauausschuss her? Kommt noch eine halbe Stunde Pause dazu? Dann kommt eine Dreiviertelstunde Gäste dazu. Da fehlen immer noch 2-3 Viertelstunden. Wer redet diese 2-3 Viertelstunden? Das ist die Verwaltung, die da redet. Das ist der Herr Kühn, das ist die Frau Heckmann, das ist der Herr Suckert. Das sind ganz viele Verwaltungsleute, die so oft und so lange reden, wie sie wollen und diese Redezeit auch bekommen. Und da können Sie die Ausschüsse so klein machen, wie Sie wollen. Wir werden da nicht viel sparen. Kommt noch dazu, es ist noch gesagt worden, die 11 Mitglieder, die es im Prinzip mal vor 10 Jahren gab, da gab es auch nur 6 Fraktionen, inzwischen gibt es 8 Fraktionen, das heißt auch da ist die Splittung anders und ich denke mal, ich bin dort eigentlich relativ offen, aber ich halte Ihre Diskussion aus den genannten Gründen A für nicht zielführend und B auch für ein ganzes Stück für heuchlerisch und es ist immer einfach von anderen was zu verlangen und selber gar nichts abzugeben. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Nach dem gestrigen Abend habe ich mir ja auch vorgenommen, auf Herrn Wirz nicht mehr zu reagieren. Sorry. Wahrscheinlich haben Sie von der haushaltstragenden Fraktion jetzt wohlgefällig Herrn Wirz gelauscht und haben gar nicht mitbekommen, welche skandalöse Äußerung dieser Herr gerade hier getan hat. Er hat nämlich denjenigen, den kleinen Fraktionen oder wie Sie jetzt, also sage ich mal, die nicht zu Ihrem Umkreis gehören, sage ich jetzt mal ganz neutral, haben Sie gedroht, doch die Fraktionsgelder zu kürzen. Das haben Sie getan. Lassen Sie das mal auf der Zunge zergehen. Sie haben hier allen Ernstes gesagt, wenn jetzt hier die Kleinen weiter hier irgendwie Ärger machen und irgendwie darauf hinweisen, dann kürzen wir denen die Fraktionsgelder. Das haben Sie gesagt. Und dann sage ich, ach Herr Scholbach, ich weiß, Sie sind sein Fraktionsvorsitzender, Sie müssen jeden Mist verteidigen, den Herr Wirz hier ablässt. Das ist Ihre Aufgabe, das verstehe ich. Aber genau das hat er gesagt. Und dann sage ich Ihnen darauf, Herr Wirz hat sogar recht, dann machen Sie das. Wir haben nichts dagegen, wenn dort gekürzt wird. Dann machen Sie es doch bitte. Aber tun Sie doch nicht so, als ob das auf unsere Kosten ginge. Es geht auf Ihre Kosten und auf Ihre Fraktionsgeschäftsstellen. Genauso und überproportional dann auch noch. Also, ich finde es skandalös, was hier wieder mal ein Mitglied der sogenannten Linken erklärt. Und ich möchte ausdrücklich klarstellen, bitte dann machen Sie es. Und dann reden wir drüber, wie weit Sie gehen können, um missliebige kleine Fraktionen hier mundtot zu machen. Auf die Debatte freue ich mich.
So, die Rednerliste ist erstmal abgearbeitet. Es war gebeten worden um eine kurze Auszeit. Ich weiß nicht, ob danach Anträge, aber dann machen wir eben erst das Schlusswort und dann gehen wir die Auszeit. Dann bitte Schlusswort und Auszeit anschließend. Dass der Kollege Würz trotz seines hohen Redeanteils in jeder Bauausschusssitzung, also, aber ich weiß nicht mehr, was am 27. April welchen Jahres, letzten Jahres gewesen ist, aber Sie schaffen es ja, also Sie sind ja, Sie beeindrucken mich immer wieder, Sie sind ja der einzige Stadtrat hier, der wirklich zu jedem Thema Bescheid weiß. Sie sind so unfassbar schlau. Sie wissen zu jedem was zu sagen. Das unterscheidet uns. Ich habe dieses Talent nie. Ich konzentriere mich eben auf Autos. Na? Und Brunnen. Noch höre ich noch anderes. Also, jetzt kommt doch. Merkte ja, also, wenn ich jetzt noch länger hier zuhöre, kommt dann doch ein ziemlich großes Portfolio zusammen. Aber also ich halte mich ja auch schon für ziemlich generalistisch unterwegs. Aber gegen Sie, Herr Würz, Respekt, Sie sind hier ein ganz, ganz großer. Ganz, ganz großer. Und dann können Sie immer noch, trotz Ihrer Konzentrationsleistung, zu jedem Thema was, jetzt muss ich dazu sagen, ich weiß nicht, ob Sie es können, aber Sie wollen zu jedem Thema was sagen. Das ist Ihr innerer Drang. Da ist das Mikrofon, ich muss drücken. Und das machen Sie vielleicht mit Ausnahme des 27.04., aber ansonsten immer. Sie haben meinen tiefen Respekt, dass Sie aber trotzdem noch die Zeit stoppen können. Das ist ja Wahnsinn. Auch das haben Sie noch im Griff. Also ich bin begeistert, lieber Johannes Lichti. Also das ist wirklich, das ist fast ein extra Applaus wert. Also ganz im Ernst. Unabhängig davon aber, dass ich nicht mehr weiß, was am 27.04. war und dass ich auch in Zukunft das so machen werde, dass ich mich auf die Dinge konzentriere, wo ich denke, da lohnt sich was zu sagen, da stecke ich so halbwegs drin und es bringt auch etwas, dort noch eine andere Meinung zu vertreten, weil oftmals erzählen auch andere Fraktionen schon genug kluge Sachen, das kann ich dann unterstreichen oder auch nee, man kann dann auch einfach mal Zeit sparen, deswegen werde ich das weiter so handhaben. Was ich aber eigentlich will, liebe Kollegen, weil der sehr, von mir sehr geschätzte Kollege Mattis hier vorne ein bisschen was erzählt hat, mich ja auch der Unkenntnis bezichtigt hat. Ich bin in diesen Satzungs-, Geschäftsordnungsjuristischen Sachen wirklich nie so drin. Das ist nie mein Hobby. Also das ist einfach so. Und ich fresse auch keine Akten, mache ich nie. Aber ich weiß schon noch so manchmal, was gewesen ist. Und natürlich vielen Dank für die Gnade, dass wir damals, lieber Jens Mattis, damals 2014 war es so, da galt de Hond und ohne die Gnade, ich würde ja mal sagen, eigentlich demokratische Gepflogenheit, es so zu machen, dass wir auch einen Sitz im Ausschuss haben, wären wir nicht dazu gekommen. Wenn sie stur gestellt hätten, hätten wir nicht gekriegt. Das war 2014 genauso. Ich halte das aber, sorry, für relativ normal und muss, glaube ich, auch nicht so dankbar sein, weil das gehört zu einer Demokratie einfach mit dazu, dass das so ist. Ich beschimpfe gar niemanden, ich erzähle hier vor mich hin. Nee, Vorsicht. Lieber Kollege Scholbach, ich will es nur anmerken, dass ich so nachhaltig rede, danke. Das zeigt ja nur, was für eine sensationelle Rhetorik ich habe. Aber auf was ich hinweisen will, ist was ganz anderes. Es gibt auch andere Parlamente, andere Zeiten, wo Fraktionen, die vielleicht hier im Moment mal relativ groß sind, plötzlich ganz klein sind. Bundestag. Sie haben noch nicht mal die 5%-Hürde geschafft. Ich will nur daran erinnern. Und auch in Dresden verändert sich gerade was. Und die, die heute ganz groß sind, sind vielleicht beim nächsten Mal gar nicht mehr so groß. Also deswegen denke ich mir, es gibt so ein paar Grundsätze, die sollten wir einhalten. Deswegen ist es auch gut, dass alle Fraktionen, auch wenn neue kommen, die Chance haben, mit dabei zu sein. Ich will nur an eines erinnern, lieber Jens Mattis. 2014 war das so. Wie war es denn 2019? 2019 konnten wir selbst entscheiden, nach welchem Zählverfahren wir hier handeln. Damals haben wir uns bereits für St. Legu entschieden.
Und wenn ich mich recht erinnere, lieber Kollege Matthies, war es damals so, dass wir auch schon, das stimmt natürlich, ist das so. Und wir haben damals schon selber dafür gekämpft, dass wir die kleinere Variante machen konnten. Sie wollten eine größere Variante haben. Warum? Weil einfach mehr von Ihnen dabei gewesen sind. Die 16er Ausschüsse wären gar nicht nötig gewesen. Und das wissen wir einfach. Deswegen bleiben wir doch bei der Wahrheit, liebe Kollegen. Es gab damals die Initiative, bereits kleinere Ausschüsse zu machen. Und heute können wir... Herr Zastrow ist dran. Wir sind eigentlich schon kurz vor dem Weihnachtsfriede und versuchen wir das mal doch noch hier in der Sitzung bis zum Ende durchzuhalten. Also, Kollege Schallbach, Sie sind schon so lange hier im Stadtrat, ich glaube länger als ich. Und eins müssen Sie doch inzwischen festgestellt haben, anders als Sie stören mich Zwischenrufe gar nicht. Die motivieren mich. Das ist ein großer Unterschied. Ich drehe mich auch nie rum, wie Sie es immer machen, Herr Schäuber. Herr Oberbürgermeister, bitte sorgen Sie für Ruhe. Das haben Sie von mir noch nie gehört. Das ist der Unterschied. Danke. So, damit ist die Debatte beendet mit dem Schlusswort des Einreiches. Wir kommen jetzt zur kurzen Auszeit und dann kommen wir zur Abstimmung.
So, meine Damen, meine Herren, würde ich Sie bitten, wieder Konzentration auf die Sitzung einmal zu machen und uns einsteigen zu lassen in die weitere Behandlung. Nach der Auszeit wären jetzt noch Anträge zulässig. Frau Frohwieser. Sehr geehrter Oberbürgermeister, die SPD-Fraktion möchte beantragen, dass wir punktweise über den Ersetzungsantrag abstimmen. Das ist ein bisschen tricky, weil der quasi ein Vorwort hat und dann in Punkt A und Punkt B. Vielleicht kann man sich dem annähern, dass man B und A einzeln abstimmt und dann eben entsprechend, wenn da noch was übrig ist, noch die Präambel. Da es hier viele A's und B's gibt, Sie meinen... Nee, das habe ich schon verstanden. Aber da Sie meinen nur den, den ersten A und das B. Und das B. So, gibt es aus der Sicht weiteres? Aus der Pause sehe ich nicht. Dann kämen wir... Macht es nicht ganz leicht von der Abstimmung, aber ich würde es mal so weit machen, dass ich schrittweise die Ersetzung abstimmen würde. Das wäre dann eben jeweils in der Gänze dann so beschlossen, was die Mehrheit hat, wenn der Ersetzung eine Mehrheit bekommen sollte. Erst zunächst die ganzen Vorwort, dann Paragraph 10. Und den Punkt A. Und dann würde ich den zweiten Komplex mit dem Punkt B nochmal in einer separaten Abstimmung bringen. Wer also für den Teil bis zum Ende des Punktes A ist, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit wäre dieser Teil so angenommen. Und dann noch separat den Punkt B. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 20 Nein, keine Enthaltung, dann wird das auch so angenommen und damit wäre der Ersetzungsantrag komplett beschlossen und damit der Punkt beendet.